nehmen wir aber erst den Dirki mal wieder mit. So, jetzt die große Frage, wollen wir uns Lapras gleich holen oder... Was? Lapras gleich oder... Ja, die Sache ist, ich muss dafür an meinem Rivalen vorbei und der ist nicht gerade sanft mit dem, was er da aktuell hat. Ich meine, der hat ein Level 40 Bisaflor dabei. Was jetzt weniger das Problem ist, weil ich das mit Conchan und Skadi wegbrennen kann. Ansonsten, der Rest von seinem Team macht mir allerdings dann eher noch Sorgen. Aber gut, ich würde mal sagen, warum nicht. Aber eine Sache gibt es im Silfco, die man immer untersuchen sollte, die Pflanzen. Da ist nämlich viel zu oft irgendwas drin, was man brauchen kann. Es ist nämlich verdammt häufig bei denen. Ich weiß bloß nie auswendig, in welchen was ist. Aber gut, holen wir uns erstmal den Öffner. Ich weiß zum Glück genau, wo ich dafür hin muss. Dann haben wir jetzt wenigstens mal eine schöne Abwechslung von den ganzen super starken Arena-Pokémon. Kreideschrei. Den hier schon mal. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns Lapras erstmal. Und bevor du fragst, ja, ich kenne mich hier aus. Ich weiß zumindest, wie die wichtigsten Teleporter hier verbunden sind. Hypno. Das Viech, gegen das ich am liebsten immer sofort den Spukball schon hätte. Mein Problem ist, ich habe nichts, was physisch angreifen kann und ihn effektiv trifft. Beziehungsweise, ich habe nichts, was physisch angreifen kann und nicht von ihm aufs Maul kriegt, von seiner Psychokinese. Das ist da eher mein Problem. Gut, das wird jetzt kaum noch Schaden machen nach dem Brand. Und ist hier was drin gewesen? Nö, hier war auch nichts.
Forscher hier haben meistens irgendwie sowas wie ja, Elektroball mit Magneton und so ein Zeug. Smogmog. Na gut, da darf Skadi jetzt mal wieder ran. Ich brauche dringend mehr spezielle Angreifer in meinem Team. Und eventuell auch mal einen physischen Angreifer, der keine Schwäche gegen Hypno hat, was ich aber jetzt bald kriege, weil, ja, Flamara lernt ja jetzt bald den Spuckball. Sobald er den hat, hat er eine physische Attacke, die gegen die ganzen Psycho-Pokémon effektiv ist. Und Konchan hat dazu noch eine super gute Spätstef. So, bevor wir jetzt zu unserem Mr. Gary Motherfucking Okay, der ist ja gleich hier. War das der falsche Teleporter? Den da wollte ich dann erst nehmen, weil der geht zu den... Ja, der geht nämlich da unten hin. Da gibt's nämlich diese nette Ausruhstation. Die Spielentwickler wissen, glaube ich, schon, warum sie die dahingestellt haben, nämlich ziemlich in der Nähe vom Rivalen. Ah, jetzt fängt der auch schon so an. Fängt er nur nicht, ne? Ja, der trifft wenigstens. Bei 75% geht's immer noch einigermaßen. Ein Macholo. Wir haben ja ausnahmsweise mal wieder ein bisschen Vielfalt in den ganzen Trainern hier drin. Dann können wir sogar mal wieder effektiv trainieren. Wobei man bei Team Rocket jetzt auch nicht unbedingt so viel von Vielfalt in ihren Pokémon sprechen kann. Stimmt. Größtenteils Gift, normal, ein paar Psycho, vereinzelt Kampf-Pokémon. So, Sorti will sich mal wieder entwickeln, was er immer noch nicht darf. Weil ich immer noch keine Nationaldecks habe. Ja, ich wusste es. Mit den ganzen Pflanzen kann man so viel Zeug sammeln. So, den Rivalen hebe ich mir in dem Gebäude zwar eigentlich immer für den Schluss auf, aber... Ich will eigentlich Lapras endlich mal ins Team holen. Das Ding muss ich zwar jetzt eine halbe Ewigkeit nachtrainieren, aber das kann man ja dann schön offscreen machen. So, womit fängt er nochmal an? Tauboga, oder wenn es mittlerweile sogar nicht sogar schon Taubos ist. Und ich habe nichts gegen Flug-Pokémon im Team, ne? Zumindest nicht so richtig. Ich liebe diese Musik. Hat mittlerweile ein Taubos. Der letzte Kampf ist aber auch schon ein bisschen her. Der letzte Kampf war im Pokémon-Turm von Lavandia. Also jetzt wundert mich gar nichts mehr. Du bist sogar schon schneller als ein Taubos. Okay. Also... Ich will es nur mal anmerken. Gleiches Level. Sandama hat eine Init-Basis von 65. Taubos hat eine Init-Basis von 101.
Da ist einiges an Unterschied. Ja. Und da kommt direkt Bisaflor in den Kampf. Ja, den können wir jetzt schön wegbrutzeln. Das letzte Mal hatte ich noch keine Feuer-Pokémon, als ich gegen ihn gekämpft habe. Aber er hat Schlafpuder im Moveset. Ja. Okay. Moment, dann müssen wir das halt so machen. Ich meine, wozu hat man das Teil denn? Ja. Wow, Lockduft. Jetzt fühle ich mich ja so bedroht. Wobei, das ist gar nicht mal so gut, dass der das jetzt gemacht hat. Das heißt nämlich, dass sein Schlafpuder jetzt immer trifft. Also das heißt, ich muss das Ding jetzt eigentlich mal aussitzen, weil... Okay, wenn er nur Rasierblatt zum Angreifen hat, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Weil das war jetzt ein sehr süßer Volltreffer. Gut, ich muss das Schlafpuder einmal aussitzen, weil es hat keinen Sinn, weil mit Lockduft trifft sein Schlafpuder einfach immer. Ach komm, Konchan, wach einfach mal auf. Der kriegt immer die ganzen Volltreffer mit dem Zeug. Er hat zwar eine 25%ige Crit-Chance, aber heißt trotzdem nicht, dass du mich damit zuballern sollst. Irgendwo nervt er. Ein Crit von dem Zeug haut mich immer noch nicht um. Aber jetzt will ich mal kein weiteres Risiko eingehen, weil wenn er jetzt crittet, dann tut's weh. Ich muss ihn eigentlich nur noch ein einziges Mal treffen. Die einzige Attacke, mit der er angreifen kann, ist Rasierblatt. Weil ansonsten... Ich meine, er hat Schlafpuder und er hat Lockduft. Was ist seine letzte Attacke? Na gut, wir werden es wohl nicht mehr erfahren. Gyarados. Ich habe leider keine Elektroattacken hier. Was machen wir gegen ein Gyarados? Also, ich habe nicht wirklich so die großartigen Optionen. Das Gute ist, dass Gyarados jetzt hier auch noch nicht allzu stark ist. Ich glaube, das Gefährlichste, was der mir um die Ohren hauen kann, ist ein Fuchtler. Das hat er mal wieder gar nichts gemacht. Oh. Volltreffer. Nett. Hui, Drachenwut. Ja, bringt mich wenigstens nicht um. Tatsächlich nichts Anständiges, keine anständigen Attacken aus seinem Gyarados drauf. Tja. Juhu, 6, ne, 7, ja, 6. 0. Simsala.
Was machen wir jetzt gegen Simsala? Simsala ist scheiß gefährlich. Conjun ist leider ein bisschen geschwächt, also hau ich mal Scuddy hier rein. Scuddy hat ja auch noch eine relativ gute Spätzdev. Na, immerhin. Naja, da war ja was. Oh, hörst du auf? Nein! Stop it! So, jetzt muss ich nur noch einmal durchkommen und dann habe ich ihn ja. Gut. So. Sein letztes Pokémon ist nicht wirklich irgendwas, was ich als Bedrohung abstempeln würde. Auch wenn es einen Bedroher hat. Zucano. Ja, man muss jetzt dazu sagen, das war jetzt mit verringertem Angriff der Kreuzhieb. So, ein weibliches Lapras haben wir hier. Gut, wie nennen wir unser Lapras? Wenn es ein Männchen gewesen wäre, dann hätte ich genau gewusst, wie ich das Ding nenne. Hm? Ich kenne nämlich jemanden, bei dem ist Lapras das Lieblings-Pokémon. Aber ich könnte es ja eigentlich trotzdem nach ihm benennen. Ist ja eigentlich egal. Freuen würde sich wahrscheinlich trotzdem. Ich benenne es einfach nach seinem Spitzennamen. Nämlich Laprisu. Wo ist das R? Ja, da. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns mal schnell offscreen hinsetzen, das Ding trainieren? Ja. Okay. Weil. Dann müssen wir jetzt aber erstmal wieder kurz hier raus. So, jetzt kommt die große Frage, wen werfe ich für Lapras aus dem Team raus? Level 25 ist das Ding. Was kann der eigentlich alles? Weißnebel, Body Slam, Konfusstrahl, Abgesang. Nicht unbedingt die besten Attacken, aber man kann was draus machen. So, wen schmeißen wir jetzt erstmal raus? Wer bringt denn in meinem Team eigentlich am wenigsten? Aktuell ist es ja eigentlich Fight, weil ich kämpfe in nächster Zeit nicht wirklich so viel gegen irgendwas, was kampfanfällig ist. Auf der anderen Seite will ich Fight aber gerne im Team behalten, weil ein Kampf-Pokémon im Team echt nicht schlecht ist. Problem ist bloß, dass die nächste Arena einfach Psycho ist und dass die meisten Rockets Gift-Pokémon haben. Das heißt, der kommt sowieso nicht wirklich so viel zum Einsatz. Also vorübergehend tauschen wir erstmal Fight aus. Ich könnte zwar rein theoretisch auch eins meiner Feuer-Pokémon austauschen, aber ich mag die beiden zu sehr und ich brauche die beiden auch definitiv in der Psycho-Arena. Weil die haben beide eine super Spezialverteidigung. Ich
bin auch im Überlegen, ob ich den Kollegen hier einfach mal dafür mittrainiere, weil Relaxo hat auch, also eine Spätzdef, wie es nicht mehr schöner geht, zusammen mit den ganzen KP. Aber egal, ich trainiere jetzt erstmal das Lapras und pausiere jetzt erstmal ganz kurz die Aufnahme. Ja, wahrscheinlich bis nachher.